Ja, meine lieben Freunde, ihr seht richtig, Days Gone steht wieder auf dem Programm. Und ja, ich bin jetzt einfach von dem Camp da hinten hierher gelaufen. Es ist nichts Spannendes passiert. Aber ich habe festgestellt, dass man hier anhand dieser Karte eben sieht, wo die einzelnen Nester noch sind. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich die beseitigt kriege. Ich weiß ja nicht, ob die Freaker danach alle sterben, wenn die Nester hier tot sind. Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen uns das Ganze einfach mal anschauen. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ja, die Frage, was habe ich doch da oben? Eigentlich habe ich das da schon abgebrannt. Ich weiß nicht, warum das hier immer noch so aussieht, wie das aussieht. Muss ich hier vielleicht reingehen? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Wie? Ach, 70%. Das reicht ja noch easy. Aber ich weiß, ach, da hinten. Und da oben auch. Okay. Vielleicht gehen wir erstmal oben gucken. Kommt schon, Leute. Ich renne einfach mal weg. Die können mich doch nicht gesehen haben. Das gibt's doch gar nicht. Einen Fähigkeitspunkt habe ich auch bekommen. Lauft doch da jetzt nicht zusammen rum. Wie soll ich euch denn da killen, Freunde? Ah, den wasche ich jetzt auch noch schön von hinten weg. Ah, zack. So, und die anderen Punkte sind ja auch hier drin. Wir sind halt unten. Nee. Nee. Ah. Oh Junge, renn! Schön kalt draußen, ha? Da heiz ich euch ein bisschen ein. So, jetzt warten wir kurz, da kommen schon gleich noch ein paar Zombies raus, ne? Genau. Das letzte müssen wir gucken, ob wir da vielleicht von oben wieder dran gehen oder von unten. Ich glaube, da ist auch gar nichts mehr drin hier. Ich glaube, die Zombies. Das war's für dich! Ich will mal gucken, wenn ich jetzt hier hochgehe. Komm, ich habe das doch jetzt getroffen, oder nicht? Scheinbar nicht. Das wird euch aufwärmen. So, Nest zerstört. Jawohl, damit habe ich dieses La... Hä, das ist doch...
Warum habe ich denn nur 32%? Vielleicht kann mir das jemand in die Kommentare schreiben. Worauf man achten muss, damit man hier möglichst viele Prozente kriegt. War das das Letzte? Na, endlich. So. Rosa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey, Dick. Wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Ja, Stani. Einer muss es ja machen. Du hast wohl doch ein paar Sachen gelernt. Hau dich aufs Ohr, Busa. Dicken Ende. So. Schauen, kann ich denn hier einfach runterfahren? Ist ja die Frage, wo ich jetzt hindüsen muss. Cool wäre es, wenn ich in diese... Oh, Wolf. Wollte gerade mal anhalten, mal auf die Map gucken. Gerade vielleicht nicht die beste Idee. Was ist das hier? Das Ende der Welt? Na gut, dann gucken wir erstmal nach dem Drogenversteck von Leon. Aber safe sind da auch irgendwelche Feinde. Lauter Nester. Ich muss sie ausräuchern und die Schwärmer hier ein bisschen eindämmen. Polizeiauto, immer Munition drinne. Boah, gib mir gleich so ein Doppelhit, ey. Man kann nicht alle Fahrzeuge öffnen. Links scheint ja auch noch irgendwas zu sein. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's richten. Er sagt so hier. Oh. Oh. Ich düse mal lieber weg. Das sind ein paar viele. Ich lock die jetzt einfach mal weg. Dann fahre ich hier hinten hoch. Wo sehe ich denn, wie voll mein Tank ist? Mal hoffen, dass das geklappt hat. Jawohl. Das hat funktioniert. Oh fuck. Gerade sagen, was ist das? Ach, die will gegen mich kämpfen, die Alte.
irgendein Diskantholz. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist da die Haltbarkeit zwar ein bisschen besser, aber der Schaden nicht so hoch. Aber ich kann mir ja so ein Ding hier herstellen. So. Ja, dadurch ist das, glaube ich, die bessere Waffe. Ja, shit, ist ärgerlich, ne? Also, oh, ist das Ding jetzt kaputt hier oder was? Das kann ich doch bestimmt irgendwie reparieren. Stand da, drücke F. Ah ne, ich muss erstmal aufstellen, okay. Nicht allzu übel aus. Funktioniert. Hervorragend. Alles klar. So, wir gucken jetzt einfach mal, ob hier irgendwo auch Benzin zu finden ist. Ist auf jeden Fall ordentlich was für Mollys, um Mollys herzustellen. Kann ich das denn auch looten? Tatsache. Leute, die dieses Video gucken, die denken sich auch so, Alter, was ist mit dem verkehrt? Das muss man doch wissen, aber wie gesagt, dieses Spiel auch nicht so häufig gespielt. Und wie gesagt, zum ersten Mal, Freunde. Habt etwas Nachsicht mit mir. Vorhin lag so viel Benzin überall rum und jetzt finde ich gar nichts mehr. Was passiert denn jetzt? Jetzt wird erstmal Nacht. Mein Moped steht jetzt hier auch, okay. Da kann ich halt nichts machen, ne? Kann ich denn hier mit irgendwas machen? Ne, auch nicht. Okay. Könnte man da irgendwie auch schnell speichern, ne? Am Motorrad, oder? Hm. Okay. Dann nicht. Ich hatte ja auch gerade selbst gespeichert. So, den lasche ich jetzt auch noch schnell von hinten weg. Ah. Ah, weil ich die Taschenlampe anhab. Ist der wach geworden sozusagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier so mittig in diesem Gebäude einfach drin ist. Wenn es hier überhaupt reingeht. Nee. Also Gegner sehe ich jetzt hier auch keine. Guck mal, hier ist auch wieder so ein verseuchtes Nest. Das ist doch auch wieder hier so ein verseuchtes Netz. Nest. Netz. Ah, ich hätte in das Gebüsch gehen sollen. Kann ich mich auch erstmal zurückziehen? So.
Ah, ein bisschen Schrott. Das trifft sich immer gut. So, das kann ich alles nicht aufmachen. Den auch nicht. Wie gesagt, hier irgendwo. Soll der seine Sachen versteckt haben. Irgendwas sagt mir, ich muss hier rüber. Ja, 87%. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Okay, jetzt kommen hier scheinbar einige. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich das abgefackelt habe. Was liegt hier? Okay, was haben wir denn da? Oh, vielleicht da drin. Okay, jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Kein Hubschrauber. Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Einen Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich muss mal kurz hier machen. Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. So. Hab ich das jetzt fallen lassen? Nee, oder? Doch, lol, ich hab das ernsthaft fallen lassen. Gut, dass der da jetzt lang gegangen ist. So. Komm her, Junge. So, den hätten wir auch erledigt. So, nu. Kann ich hier einfach... das da drauf packen, jawohl. Oh, warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Das endet doch wieder nicht gut hier.
Ja, was soll ich jetzt machen hier? Ich kann die doch jetzt nicht killen, ne? Also. Aeroforscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Okay, ich muss leise sein. So, Soldatenforscher. Hatzma-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Okay. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Markieren. Markieren, markieren, markieren. Verdammter Regen. Ja, lol, wie soll ich den denn? Es ist kalt hier draußen. Prüf die Temperatur in deinem Anzug. Nein, das wollen wir ja nicht. Scheiße, das dauert ja ewig. So schlimm ist das nicht. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Scheiße, ist das kalt. Wird dein Anzug gewärmt? Was war das für ein Geräusch? Ja, geh mal nachsehen. Stopp oder wir schießen! Hey, ich will echt keinen Ärger. Geil, und nu? Das würde sie ablenken. Feldnotiz 2058. Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 5 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort der schlecht. Subjekte. Okay. Doc, morgen ist Position 23 auf dem Plan. Sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Mist, wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein, da drin. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Gehen Sie nicht rein. Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. 400 Subjekte. Und das hier sind nicht die normalen Fließband-Freaks. Das hier ist in Stufe 3. Was ist damit Sarah passiert? Nein, 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 vergiss es, das kann nicht sein. Hier war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. War zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb, ich möchte auch so einen Anzug. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, komm. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Hervorragend. Versiegeln? Klar, als ob das irgendwen kümmert. Alles mitgehört? Kehre zu deinem Bike zurück. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt warten, bis die fertig sind hier und abzischen. Oh, dann hau ich halt wieder ab.
jetzt ja. Ich hab was dazu. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Lange dauert das wohl noch. Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. In das Gebüsch. Ich muss im Gebüsch bleiben, muss ich mich nicht sehen. Läuf den Stein mal nach da hinten. Umgebungsalarm. Stimmt. Nicht mal auf dem Dienstplan. Du musst dahin laufen. Das werde ich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Hat das noch wer gehört? So. Und wenn wir eh gerade hier sind, kann ich hier auch Molly reinwerfen. Hab ich geparkt. Materialien benötigt. Eine Bierflasche fehlt mir. Ist doch gar nicht. Mir tatsächlich jetzt eine Flasche. So weit weg von den Forschern. Ich muss doch zu meinem Moped. Muss doch gar nichts mehr mit den Forschern anstellen, Freunde. Und eine Errungenschaft freigeschaltet, jawohl. Aber auch wieder, ne? Rückstandsbolzen und lass den Gegner aufeinander losgehen. Das ist ein Chaos. So. Guter, hörst du mich? Gooseman, kommen! Nick, hey, ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat. Ach lol. Oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Threefinger Jack. Okay, er lebt, Loser. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich... Bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Loser, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros, er lebt, Loser. Er ist am Leben. Nick? Nicht? Mach ich nicht, Loser, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Ich melde mich später nochmal. Gegen Ende. So, was brauchen wir? Benzin wäre nice. Zaunpfahl. Warte mal, 61. Mit dem Zaunpfahl kann ich, glaube ich, nicht. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist, kam für diejenigen, die auf mich gehört haben, alles an. Schade. Benzin wäre nice gewesen. Ich weiß nicht, ob da hinten was hinter diesem Wasserfall fällt. Das sieht mir jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht danach aus. Versuch, die Freaks aufzuhalten.
Nein, Cobb, die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn sie deinen Van gefunden hätten. Dann müssten wir uns dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Das wäre halt mega gut, wenn ich jetzt mal demnächst irgendwas Benzinmäßiges finde. Ah, was ist denn hier? Was ist denn hier irgendwie Benzin? Ich glaube wohl, es geht los hier. Alles verwenden. Was ist hier denn hier gar keine Leute? Scheint ja gar keiner zu sein. Aber es bringt mir halt auch alles nichts. Ich brauche Benzin. Okay. Ja gut. Scheinbar sind hier wirklich keine Gegner mehr. Ah, vielleicht habe ich trotzdem Glück, dass hier irgendwo Benzin rumfliegt. Okay, da komme ich dann auf dieselbe Plattform. Da liegt eine Axt. Komm hier, bei dem Feuerwehrauto liegt doch bestimmt irgendwo Benzin rum. Wahrscheinlich kann ich auch. Boah, eine Feuerwehr-Axt ist doch bestimmt auch nice. Ich bräuchte halt wirklich Benzin, ne? Das habe ich echt ein Problem. Da müsste ich den Rest wahrscheinlich laufen. Wir schauen jetzt mal. Also hier in dem Schuppen war auch kein Benzin. Da auch nicht. Ja gut, da muss ich jetzt einfach durchwaschen. Okay, nicht so. Ach, okay, ich kann auch scheinbar irgendwie, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber scheinbar. Oh, Alter. Ey, ich weiß nicht, ob ich da durchfahren will. Wenn mein Tank leer geht, habe ich echt ein Riesenproblem, ne? Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. So. Dann gucken wir hier nochmal. Oh, nein, Schlafpflanze. Das brauche ich alles nicht. Hä?
das nochmal andere Toiletten hier? Ja. Aber auch hier gibt es kein Benzin. Alter! Schwarze Helikopter wurden am Himmel gesichtet. Ihr habt sie gesehen. Gut, da war eben diese Riesenhorde. Zeit einfach abgewartet, bis sie aus ihren Löchern kriechen können und die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht solange ich wache. Und rennt bloß nicht zu ihnen, weil ihr denkt, dass sie euch den Arsch retten. Jeder Mann in Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Diese Männer werden euch sofort abknallen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Oh, Cobb, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Hm. Also Benzin scheint hier wirklich sehr selten zu sein. Sind das Minen? Nee, ne? Hier kriege ich wahrscheinlich auch nur Schrott raus. Ja. Die Autos sehen nur von innen alle gleich aus. Ja, muss ich gucken, dass ich jetzt hier weiterfahre. Teufel ist hier passiert. Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Ja, ich hoffe, hier gibt's Benzin, Kollege. Das bringt mir alles nichts. Ich brauche Benzin. Eine Schrotflinte, ne. Ach, das ist doch scheiße. Kann ich hier durch? Ne. Ich brauche Benzin. Ganz, ganz dringend Benzin. Vor allem sollte ich hier mal mein Fahrzeug reparieren. Ich krieg das schon hin. Gut. Ah. Und wie komme ich jetzt hier weiter? Nur zu Fuß oder was? Da ist auf jeden Fall ein Baseballschläger. Den werde ich gleich erstmal nehmen. Und da kann ich ja auch Nägel reinkloppen. Ah, stabil. Aber der Schaden ist trotzdem deutlich höher, ne? Mit der Feuerwehraxt. Haltbarkeit ist halt nicht so hoch. Ah ja, gut, komm. Jetzt habe ich Licht. Ich muss hier unbedingt. Jawohl, hier liegt einfach Benzin rum. Ah, hervorragend. Ah, gutes Timing. Ja, das denke ich mir aber auch. Jetzt kann ich mich hier einfach durchfahren. Oder auch nicht.
Schon wieder irgendein Auto wegschieben. Das hier? Nein. Das kann ich auch wieder nur looten. Ah, wie soll ich denn hier drüber kommen? Gibt es hier eine Rampe? Ja, auch nicht. Muss das Auto hier... Eins von den Autos muss ich hier doch verschieben. Das komme ich ja hier gar nicht. Jawohl. Von der Seite. Das war irgendwie klar. Weg blockiert vom Bike. Auf ein neues, wieder hier rüber springen. Und dann kann ich hier den Weg freischieben. Ist halt die Frage, ich will mal gucken, wenn ich jetzt aufbreche. So reicht das ja schon. Ich muss das ja nicht vollständig bis nach, ja, bis ins Ultimo schieben, wenn ich ja hier schon vorbeikomme. Noch ein Nero-Lager. Mal sehen, was sich in der MME so verbirgt. Ah, ich denke auch, wir gucken mal, was hier abgeht. Aber vorher sollte ich wie immer diese Lautsprecher hier ausschalten. Zack. So bestimmt noch einen, oder? Ja, hier vorne. Scheinbar gibt es immer zwei Lautsprecher hier in diesen Einheiten. Kein Strom. Ach, scheiße. Okay, das folgt letztendlich... Das folgt letztendlich immer dem gleichen Muster. Jetzt muss ich Benzin suchen. Mal wieder. Flasche, du Flasche. So. Das hätten wir. Ach, hier ist doch Benzin. Ist das hier der Generator? Nee. Hier ist der Generator, oder? So. Jetzt füllen wir den Mist. Und hoffen, dass diesmal die Sirenen ausbleiben. Jetzt sind wir im Geschäft. Ich muss mich genau umschauen. Ja gut, ich glaube, jetzt kommen diese Freaker eben nicht, weil wir beide Lautsprecher ausgeschaltet haben. Nein, ich muss wieder zurück. Fest verriegelt. Hab ich doch. Sicher. Oberfläche ersetzt um Nero-Kontrolle. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Nicht hier lang. Okay, schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Jetzt habe ich dich. Ich frage mich, was diese Punkte hier bedeuten. Wahrscheinlich sind das alles Sachen, die man dann untersuchen kann.
Hä, du hast doch. Hast du jetzt eine Sicherung? Kloppt die doch da rein. Verriegelt. Ich hab da eine Sicherung. Mach die doch da rein, Bro. Danke, ich erstmal rein, Bike. Falsche Richtung. Ah, gutes Timing. Eine Sicherung. Ja. Okay, dann war das die Sicherung. Weil der gesagt hat, jetzt hab ich dich. Oh ja, dachte ich, hätte ich die Sicherung, Geschäft. Aber scheinbar nicht. Na, ja, das sollte klappen. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Ich frage, wenn ich jetzt hier reingehe. Ach, also, mal sehen. Und die Tür mir zumache. Ja. Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. Jawohl. So, was gönnen wir uns? Vielleicht Ausdauer. Viel stärker. Mich los, verdammt! Loslassen Sie! Sag ich, Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Wir werden Sie... Wir warten seit 12 Stunden hier. Ich habe 2 kranke Kinder hinten drin. Wir brauchen... Wir haben drei Wasser. Nur etwas Wasser. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Betty, hast du noch Wasserflaschen? Da. Gib sie ihr. Viele Menschen. Wie Bosa gesagt hat. Was ist das für ein Ende? Von den Kontrollpunkten eingekeilt. Bis der Tod kommt. Ich glaube, ich fahre nochmal zurück. Weil er jetzt da durchgefahren bin, hat er irgendwas gesagt mit da. Obwohl. Egal. Ich muss sie ausräuchern, die Durchfahrt sicherer machen. Also ich muss sagen, die Map ist schon... Ah ne, da komme ich glaube ich nicht drüber, ne? Hey Leute, da zeigt man nicht solche... Ah ne, ich soll hier rechts rüberfahren.
Ja, natürlich ist das Nest in der Kirche. Oder? Nee. Das sind ja wahrscheinlich mehrere Nester, oder? Keine Sorge, ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Alter, die One-Hit ich einfach mit der Axt. Wo ist das Scheißnest? Es ist hier irgendwo. Ach lol, da ist es ja schon direkt. Werde ich auf jeden Fall von außen mal einen Molly draufwerfen. Und mich dann ganz schnell verkrümeln. Jetzt nicht erwischt doch. Hey, das war doch ein Nest, oder nicht? Bierflasche wird benötigt, okay. Bei mir steht da bestimmt irgendwo eine Bierflasche rum. Aufs Dach. Jawohl. Geil. Noch ein Nest. Bleib mal los. Ja. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein Nest zerstört. Wir müssen jetzt mal weiter. Ihr seid ganz harte Jungs, was? Wie vielen Leuten habt ihr diese Woche schon aufgelauert, hä? Hm. Ich gehe diesen erstmal weiter. Ach, bergunter sollte man ja kein Gas geben, um Benzin zu sparen. Das ist aber auch wirklich eine große Map, also ohne Fahrzeug bist du hier schon ein bisschen, ja, hast einen schweren Stand auf jeden Fall. Nesta, ich muss sie beseitigen. Die Durchfahrt wieder sicherer ist. Ja, das Problem ist, ich habe keine Bierflasche. Ich brauche nur eine Bierflasche. Aber ich will mal gucken. Hier unten hat man doch in der Regel hat man ja. Weil ich bisher von dem Spiel so weiß, hat man ja immer in der Nähe
von den Nestern eigentlich genug Möglichkeiten, um sich irgendwas zu bauen. Also Mollys zu bauen. Was ist denn hier? Ah, das bringt mir nichts, ne? Ich brauche trotzdem Kerosin, ich brauche trotzdem noch Flaschen. Das nehme ich einmal an mich. Die Tür hier kriegst du auch nicht auf, ne? Nee. Das klang ja sogar wie ein Mensch. Ich kann es riechen. Es muss in der Nähe sein. Das ist auch so ein Nest. Also ist Kerosin ist das ja in dem Fall. Oder Benzin, also wird halt hier als Kerosin betitelt. Ist scheinbar nicht so schwer, das zu bekommen. Es sind scheinbar so, wirklich die Flaschen. Mein Bike, dieser Wichser. Was macht der denn mit meinem Bike hier, der Drecksack? Also kann ich das nicht einfach stehen lassen irgendwo? Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja, müssen wir, Bro, weil wir keine Flaschen haben. Ich weiß halt nicht, was es hier gibt. Kann ich das hier öffnen? Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Ach, guck mal, da stand auf jeden Fall schon mal eine Flasche. Herausragend. So, wir brauchen aber noch mehr, weil eine reicht uns ja nicht. Komm, ich stehe bestimmt noch mehr Flaschen rum. Ah, das ist cool, dass man das hier die Umgebung so checken kann. Aber scheinbar zeigt der nicht alles an, ne? Zeigt scheinbar nur Gegenstände oder ja. Also scheinbar nur Dinge, die man öffnen kann. Na, ich stelle mir mal schon mal einen Molly her. Da kann ich mir dieses Kerosin nochmal mitnehmen. So. Schade, ich dachte, der zeigt dann auch Sachen an, die man eben looten kann. Aber das scheint wirklich nicht der Fall zu sein. Aber ich weiß es noch nicht so richtig. Noch verstehe ich es nicht so wirklich. Das war schön hier. Pool. Aber so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, Flaschen. Ich brauche ganz dringend Flaschen. Gehen wir noch einen Stock höher. Hm.
Ist ja trotzdem cool, wenn er anzeigt, dass man damit irgendwas interagieren kann. Auch wenn das halt doof ist, dass man halt, ja, die Objekte nicht angezeigt kriegt, mit denen man was bauen kann. Oder vielleicht kann man es doch angezeigt kriegen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber ich denke, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Und machen beim nächsten Mal weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt mir gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.